Klettern, sagt Ralf, ist ein zeitloses Gefühl. Für mich hat das auch mit Freiheit zu tun. Ich kann losklettern und brauche nicht auf die Zeit zu schauen. Ich habe das Gefühl, hier oben kann ich tun und lassen, was ich will. Markus, auf jetzt, komm, rein. Markus sagt, am Anfang habe ich unheimlich Angst gehabt. Aber je höher ich hinausgekommen bin, desto sicherer bin ich geworden. Ich habe gewusst, ich habe jemand, der mir helfen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und? In unserem Film geht es darum, wie junge Menschen Freiheit empfinden und wie sie mit Freiheit umgehen. Achtung! Beim Klettern heißt Freiheit Leistung, Mut, Disziplin, Verantwortung für sich und andere. Der Gipfel ist der Sieg. Das Gefühl, ich habe es geschafft, das ist die Freiheit. Markus, wie hast du dich gefühlt dabei? Ja? Einfach super. Ich war ganz frei, locker, richtig ungezwungen. Mir hat das Ganze riesigen Spaß gemacht. Das ganz selten vorkommt. Aber für mich war es halt ein Abenteuer mehr wieder. Ralf, was ist Freiheit? Ich habe hier keinen, der da irgendwo dasteht und sagt, das muss ich machen, außer beim Klettern halt, dass ich die richtigen Tritte mache beim Klettern. Wenn ich allein hochsteige, dann habe ich unheimliche Angst. Und ich weiß ja, da ist keiner dabei, wo mir Tipps geben kann, wenn ich irgendwo festhänge. Und sonst im Leben? Im Leben spielt sich's genauso ab. Da suche ich auch jemanden, wo mir Tipps geben kann oder wo mir weiterhelfen kann. Hast du Träume? Hatte es auf jeden Fall auch. Ich habe auf jeden Fall Träume. Und ich glaube, dass meine Träume zu erfüllen sind. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Freiheit ist kein leichter Weg. Jeder von uns muss erst lernen, ihn zu gehen. Wir, das heißt die Gesellschaft, wir bestrafen den, der mit Freiheit nicht umgehen kann und dabei unsere Gesetze verletzt, mit Gefängnis. Wir sperren ihn ein, wir nehmen ihm die Freiheit, damit er endlich lernt, damit umzugehen. Ralf und Markus sind zwei von etwa 400 Gefangenen in einer süddeutschen Jugendstrafvollzugsanstalt. Sie wurde 1974 geplant und gebaut als Reformanstalt, als neuer Weg in der Erziehung zur Freiheit. Etwa jeder Zweite kommt aus einer gefährdeten Familie, fast die Hälfte war in Heimen, jeder Zweite hatte keinen Schulabschluss, jeder Vierte war arbeitslos. 90% waren ohne Berufsausbildung, als sie in Haft kamen. Das Klettern im Gebirge war ein Versuch der Anstalt, eine Woche lang Freiheit ohne Gitter zu erproben. Markus, vom Gebirge zurück in den Knast, wie war das für dich? Schwer zu beschreiben, auf jeden Fall, das war ein blödes Gefühl. Versuch's zu beschreiben. Ich bin mir irgendwie... Wie soll ich sagen? Was nimmst du mit, wenn du aus dem Knast entlassen wirst? Erfahrung. Was für Erfahrung? Erfahrung, wie man sich am besten anpasst. Und dass das Ganze überhaupt keinen Sinn hat, sich dem System zu widersetzen. Mich selber kennengelernt, weiß selber jetzt mit mir richtig umzugehen, weiß meine Zeit auszufüllen. Ich bin irgendwo innerlich und äußerlich ein ganz anderer Mensch geworden. Wodurch konkret? Dadurch, dass ich mich zurückziehen konnte und allein sein konnte und überhaupt über mich mal persönlich nachzudenken. Unser Film fragt, warum lernt Markus hier, wie man sich am besten anpasst, Ralf, wie man zu sich selber findet. Beide sind, wie die vielen anderen auch, aus sehr unterschiedlichen Gründen straffällig geworden.
Die einen, weil sie keine oder die falschen Freunde hatten, andere aus Abenteuerlust ohne Sinn und Ziel. Andere, weil sie Angst vor der Zukunft hatten und nicht genug Selbstvertrauen entwickeln konnten. Ralf und Markus ist im Gebirge vieles davon klarer geworden. Einrücke! Gefängnis für junge Menschen, die mit der Freiheit nicht zurechtgekommen sind, das berührt unser Verhältnis zu Mitmenschen, unser Verständnis vom Rechts- und Sozialstaat. Der Jugendstrafvollzug und seine Reform sind daher seit Jahren umstritten. Erziehung zur Freiheit hinter Gittern? Wir fragen den Direktor dieser Vollzugsanstalt, wie sehen Sie den Strafzweck? Wie wird er hier umgesetzt? Der Strafzweck ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir haben in § 91 des Jugendgerichtsgesetzes den Auftrag, den der Vollzug zu erfüllen hat. Und zwar lautet dieser Auftrag, den jungen Gefangenen zu einem rechtschaffenen und verantwortungsbewussten Lebenswandel zu erziehen. Die Prinzipien zur Erreichung dieses Zieles sind Ordnung, Arbeit, Unterricht, Ausbildung, sportliche Betätigung und sinnvolle Beschäftigung in der Freizeit. Wir bemühen uns, anhand dieser Vorgaben so weit möglich ein Leben in Freiheit nachzuvollziehen. Natürlich mit den Zwängen, die die Vollzugsanstalt und der Zwang, den Gefangenen hier innerhalb der Mauer zu halten, aufgeben. Zellenkontrolle. Also der Abstand zwischen diesen zwei Bindern ist optimal. Das Bild hängt zu tief. Die Bilder sollen nicht angeklebt sein, um eine bessere Kontrolle zu haben. Ordnung, so jedenfalls der Gesetzgeber, steht in der Erziehung an erster Stelle. In Verwaltungsvorschriften, Hausordnung und Dienstanweisungen ist fast alles geregelt. Und nur an den Binderleisten. Wo es viele Vorschriften gibt, kann man vieles falsch machen. Ähnlich wie hier beginnt für jeden jungen Gefangenen der Vollzugsalltag. In der Zugangskonferenz wurde ein Erziehungsplan erstellt. Jetzt wird er hier dem sogenannten Regelvollzug zugewiesen. Einrichte, in 10 Minuten mache ich den Zelleninventar, komme vorbei. Wenn Sie was feststellen sollten, wo nicht in Ordnung ist, können Sie dann melden. Ja, mache ich. Eine Einzelzelle, knapp 8 Quadratmeter, mit Tisch, Bett, Klo, Bilderleiste, Spion in der Stahltüre und Gitter vor dem Fenster. Mehr als die Hälfte aller Haftplätze sind in dieser Weise ausgestattet. Hier wird der Gefangene von 10 Uhr abends bis 6.40 Uhr morgens mit sich alleine eingeschlossen. Am Anfang ist es schlimm, da fühlt man sich eingeengt. Da denkt man, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Man ist aggressiv, versucht seine ganzen Gefühle eigentlich so richtig rauslassen. Die Aggressivität, Wut. Aber mit der Zeit wird es eigentlich so richtig gleichgültig. Und was machst du dann mit der Wut oder der Aggressivität? Die lasse ich halt aus an Gegenstände her. Was gerade da ist, dann kommt die Tür, dann schlägt man dagegen, klopft dagegen, nimmt seine Schlüssel, klopft gegen das Bett, gegen das Brett vom Bett, man lässt es raus, man versucht es rauszulassen. Und ist man sie dann los? Für kurze Zeit, ja. Und dann? Dann kommt sie wieder. Stefan, hast du hier auch noch über die Tat oder das Opfer nachgedacht? Hier drinnen im Regelvollzug eigentlich weniger. Weil da ist vielleicht schon von der Zeit her, da hat man keine Zeit mehr. Arbeit, so jedenfalls der Gesetzgeber, steht im Jugendstrafvollzug an zweiter Stelle der Erziehung. Dieser Gefangene verdient im Akkord 5,29 Mark pro Tag. Hey, das hier, Anzug oder Aufleitung? Ja, steht klar. Ähnlich wie hier beginnt für die meisten Gefangenen der Vollzug mit Hilfsarbeiten. Etwa 90 Gefangene arbeiten hier für Firmen außerhalb der Anstalt. Etwa 50 Gefangene sind Hilfsarbeiter im Dienste der eigenen Anstalt. Arbeit ist Pflicht, Arbeitsverweigerung wird bestraft. Der traditionelle Strafvollzug
versteht die Straftat als Ausdruck einer verbrecherischen Gesinnung. Strafe dient der Sühne, der Vergeltung, der Abschreckung. Der Vollzug soll nüchtern und streng sein. Schluss und Regel, wie hier im sogenannten Regelvollzug, müssen die Gesellschaft vor dem Täter schützen. Hier in dieser Reformanstalt gehört etwa ein Drittel aller Haftplätze zum sogenannten intern gelockerten Vollzug. Stefan wird nach 6 Monaten hierher verlegt. Er hat jetzt seinen eigenen Zellenschlüssel und darf seine Freizeit weitgehend selbst gestalten. Der Reformgedanke versteht die Tat als Ergebnis von Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, als Ausdruck häufig schwerer seelischer oder sozialer Not. Im Strafvollzug soll daher ein verantwortlicher Umgang mit sich und anderen erlernt und eingeübt werden. Finde ich, hat man viel bessere Möglichkeiten, sich direkt zu entfalten, finde ich. So, man hat die Möglichkeit, die Freizeit auszunutzen. Und das einzig Schlechte ist halt so, dass man sich wirklich gut stellen muss mit den Beamten. Man muss im gewissen Sinn sich anpassen, dass man halt nicht wieder zurückgeht in den Regelvollzug. Macht das nicht aggressiv? Das kann wirklich aggressiv machen, weil man immer eigentlich nur sich ducken muss und immer eigentlich nur von oben die Befehle kriegt. Man darf nichts dagegen sagen. Das macht aber einen aggressiv gegen die anderen, gegen die Mitgefangenen eigentlich. Hast du Angst, dass du wieder zurück? Ja, das ist schön. Ja. Angst und Anpassung, sagt Stefan, machen aggressiv. Ohnmacht, hilflose Aggression aber ist bei vielen Jugendlichen der Auslöser von Straftaten gewesen. Diese Gefühle und Konflikte haben sie mitgebracht. Anerkennen, der Stärkere sein, wird hier noch wichtiger. Gefühle zu zeigen, noch gefährlicher als draußen. Sexualität und Liebe sind in diesem Alter ein entscheidender Schritt zum anderen und zu sich selbst. Wie soll er erprobt werden? Als Poster an der Bilderleiste? Oder Tätowierung auf der Haut? Hauskonferenz. Der Psychologe, der Sozialarbeiter, der Hausbeamte. Von der Einweisung bis zur Entlassung werden Personalakten geführt, Entscheidungen getroffen. Durch diese Struktur hier bedingt haben wir natürlich einen gewissen Spielraum, aber man kommt halt relativ doch schnell an die Grenzen dieses Spielraums. Ne? Und dann umgekehrt Stichwort Schleimer. Ist das ein Problem? Das ist oft ein Problem für einen Insassen, denn er versucht in gewissen Situationen nur seine Haut zu retten. Er hätte Nachteile, wenn er manchmal nicht kommen würde und den sogenannten Schleimer machen würde, was allerdings sehr selten vorkommt. Meistens tun das Insassen, die sich körperlich und geistig nicht so recht durchsetzen können. Für den Insassen kann es schon ein Problem sein. Am sinnvollsten ist natürlich, wenn es die Mitinsassen gar nicht mitkriegen. Und gerade manche besonders erfolgreichen Insassen, denen wird man es überhaupt nicht zutrauen, dass die also doch Details aus dem Insassenbereich verraten. Wie schwierig muss es hier für die Bediensteten sein, den einzelnen Gefangenen zu verstehen und ihm gerecht zu werden? Wie schwer für den Einzelnen Ehrlichkeit, Vertrauen, Freundschaften zu entwickeln? Schwierigkeiten, die ihn oft genug erst ins Gefängnis gebracht haben. Ja, man sollte mal über Thomas uns unterhalten, der jetzt... Hier sind wir in einer anderen Art Hauskonferenz. In der Mitte Nico, der Sportreferent, links der Sozialarbeiter und rechts Thomas, der Betroffene. Alle an einem Tisch. Im August jetzt 13 Tage Freizeitsperre gehabt, im September 15 Tage Freizeitsperre. Und bei Analyse der Sache, die da vorfallen, stellt man fest, dass es im Prinzip permanente Kleinigkeiten sind. Disziplinarmaßnahmen werden laut Statistik im Jugendvollzug etwa 3-mal so häufig verhängt wie im Erwachsenenvollzug. Wenn man nur einen Schluck getrunken hat, dafür kriegt er 3 Tage Freizeitsperre. Und ein etwas krasseres Beispiel ist die Tatsache, dass er seine private Jogginghose einem Kamerad verleiht. Bei der Kleiderkontrolle wird festgestellt, dass er sie verliert. Und dann kriegt er 2 Monate lang die Privatkleider abgenommen. Und das ist eigentlich die Identität. Thomas, wenn er gestraft wird, ist stur. Die Anstalt, sagt Nico, wir waren auch immer stur. Wer muss eigentlich den Anfang machen? Was würde ich dazu sagen, wenn du plötzlich in den Globen auf Vollzug verlegt bist? Überrascht erstmal. Wäre ich überrascht. Positiv wahrscheinlich überrascht. Hier, sagt Nico, steht das Motto meiner Arbeit. Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdiene. Denn dann brauche ich es am dringendsten.
In diesem Haus wird der Arrest vollzogen, die schwerste von 8 Disziplinarmaßnahmen. Hinter diesem Fliegengitter bleibt der Gefangene bis zu 14 Tage, außer einer Stunde Hofgang, 23 Stunden alleine auf der Zelle. Schräg gegenüber liegt der fortschrittlichste Teil der Anstalt, das Haus G3, der Wohngruppenvollzug. Keine Gitter, keine verschlossene Zimmertüre, keine verschlossene Haustüre. Hier wohnen 15 von etwa 400 Gefangenen. Ich begrüße euch sehr herzlich hier zur Vollversammlung im Haus G3. Das ist unsere wöchentliche Gesprächsrunde. In einer Vollversammlung, nach demokratischen Spielregeln, werden Probleme besprochen, Konflikte ausgetragen. Insassen und Bedienstete an einem Tisch. Die Bedienstete, die gehen hier eher auf die Insassen ein als drüben im Regelverzug. Drüben im Regelverzug wird sehen, was sie gemacht haben, aber nicht warum oder wieso. Und hier drin schaue ich halt auch nach, warum und wieso. Hier ist nicht so Insassenfront und da sind die Beamte, sondern hier ist irgendwie, du machst miteinander, da werden Probleme vorher erörtert. Und nicht, wenn die Scheiße passiert ist, dass man dann sagt, warum musste das so weit kommen oder so. Das ist das andere, im Regelvollzug und das geht richtig. Erziehung zur Freiheit geht nicht ohne Erprobung von Freiheit. Warum aber, muss man fragen, sind nur 15 von etwa 400 Gefangenen hier im Wohngruppenvollzug? Diese Glücks- und Unglücks-Symbole. Schulunterricht. Ihre zweite Gefangene kam ohne jeden Schulabschluss in Haft. Hier ist die Klasse klein, der Unterricht ungewöhnlich modern. Da weiß ich ganz genau, das hat er auf mich bezogen. Ne? Und es gab schon junge Leute, die sind hergekommen und haben in 7 Monaten einen Hauptschulabschluss und eine mittlere Reife gemacht. Da gab es Leute, und einer sitzt neben mir, die waren draußen 9 Jahre in der Schule und haben 4 Buchstaben mitgebracht. Und jetzt können sie nach 3 Monaten passabel lesen und auch schon einigermaßen schreiben. Markus, was lernst du hier drin? Erfahrung. Ich lerne vor allem, dass ich mit jemand richtig umgehe. Mit dem, was ich sage, ohne dem anderen weh zu tun. Ich bin mit meinen Leuten viel näher zusammen. Wenn junge Menschen als Analphabeten in Haft kommen, hier aber in 4 Monaten lesen und schreiben lernen, dann hat für sie jedenfalls der Knast draußen schon angefangen. Unter Lebensbedingungen, die sie durch das Sieb fallen ließen. Ohne Selbstbewusstsein, keine Motivation, ohne Schulabschluss, keine Ausbildung, ohne Ausbildung keine Arbeit. Ja, unser Angebot. Rund 90% aller Gefangenen kommen ohne Berufsausbildung in Haft. Wir fragen den Ausbildungsleiter, wie die Anstalt darauf reagiert. Im Bereich Elektroausbildung, Schreinerei, Malerei, oben in der dritten Halle unser großer Metallbereich. Insgesamt also 16 Vollberufe und 4 Förderlehrgänge Metall, Holz, Farbe und Bau. Wir haben also im Jahr rund 40 junge Leute, die also zur Abschlussprüfung gebracht werden können, wobei die Durchfallquote bei uns also sehr, sehr gering ist. Das sind unsere Erfolgserlebnisse, die wir haben. Die Leute müssen zumindest, also meiner Erfahrung nach, um eine Note besser sein wie die draußen. Um sich durchsetzen zu können, wenn es nämlich bekannt wird, dass sie im knascht waren, wie man so schön sagt. Hier arbeiten Gefangene und junge Leute aus der Umgebung an ein und demselben Lehrplatz. Es baut sich langsam eine Freundschaft auf. Es dauert schon eine Zeit lang, bis man in der Knotenkrise ist. Bis man ja, am Anfang. Was ist das für Knoten? Ja, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und der Externe, der geht eben auch mit einem ganz anderen Bild schon mal hier rein. Der kennt eben auch noch die Vorstellung, Knackis sind böse Leute und so. Deswegen. Und wie ist es? Ist nicht so. Hier in diesem Gefängnis leben etwa 400 junge Menschen. Sie sollen lernen, mit der Freiheit umzugehen. Durchschnittlich 56% werden rückfällig, davon 63% aus dem Regelvollzug, 37% aus dem gelockerten Vollzug, 32% nach abgeschlossener Berufsausbildung.